Einen wunderschönen guten Morgen und liebe Grüße von der klimasmarten und klimafreundlichen Ernährungsfront. Denn heute ist wieder Dienstag und immer Dienstag, da bekommst du klimafreundliche Updates und neue Lebensmittel. Ja, und heute ganz speziell klimasmarte, schrägstrich klimafreundliche Frühlingsrezepte, Sommerrezepte, Herbstrezepte und Winterrezepte. Und dieses Mal ganz kurz und knackig, denn hauptsächlich verlinke ich dir dort einen tollen Beitrag zu eben diesen Rezepten. Die Highlights, die kriegst du jetzt hier persönlich im Podcast. Viel Spaß! Hallihallo, es wird dein Christian, da ist der Broccoli. Wie gut geht es dir? Ich hoffe doch hervorragend. Mir geht es hervorragend, denn ich habe hier vor mir eine tolle Seite, die heißt mehrwert.nrw/klimafreundliche Rezepte. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil es dort sogar ein Kochbuch kostenfrei gibt und dort werden wunderbare, wirklich schmeckende Rezepte angeboten, die kostenfrei runterzuladen sind und die noch dazu klimafreundlich sind, und die meisten davon, die sind natürlich eben auch vegan. Denn wir haben in der letzten Episode gelernt, dass es natürlich nicht nur wichtig ist, dass die Sachen schmecken, sondern vor allem klimafreundliche, klimasmarte Rezepte, die sind meistens auch vegan und kommen für Lebensmittel aus, die aus der Region kommen und natürlich eben auch saisonal angebaut sind. Ja, und so, da kriegen wir hier ganz, ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel eine vegane Hirsepfanne, Gemüsefrikadellen mit Tzatziki und Pellkartoffeln oder Pfannkuchen mit Apfelkompott. Genauso gibt es hier Gemüsepfanne und überbackene Kartoffeln mit veganer Maya, Kürbissuppe mit Maisbrot und vieles mehr. Ja, unterteilt, das sind die Rezepte in, wie gesagt, Winter, Herbst, Frühling und Sommer. Und es gibt sogar da eine Art Kartoffeldiät. Die ist natürlich super, denn die Kartoffel, die ist nicht nur kalorienarm, aber sehr nährstoffreich, sondern sie ist natürlich eben auch ein super regionales Lebensmittel, was sich noch dazu toll aufbewahren lässt und somit einen ganz, ganz geringen CO2-Fußabdruck hat. Und so gibt es hier eben auch ganz tolle Rezepte damit, aber auch andere Rezepte, wie zum Beispiel mit Hirse gibt es ganz, ganz viel, und wie zum Beispiel Tofu-Bällchen mit Blumenkohl, Hirsepüree und Salat, Kohlrabi-Hirse-Eintopf, aber auch solche leckeren Sachen wie Spinatknödel mit Eisbergsalat und vieles mehr. Ja, einer meiner Favorites sind aber auch die leckeren Herbstrezepte, die zum Beispiel mit Kürbis auskommen, Pasta mit Kürbissoße hier, oder auch die Winterrezepte, denn im Winter, da finden sich noch ganz viel Grün und Rosenkohl als frische Kohlsorten auf dem Markt, aber auch sowas wie Chicorée, die angesprochenen Kartoffeln, Möhren, rote Beete, verschiedene Kohlsorten wie Rotkohl und Chinakohl gibt es als Lagerware, Lauch ist auch teilweise noch aus dem Freiland zu bekommen und Feldsalat und Rucola, die unter Abdeckung wachsen, die sind eben auch toll. Hier mag ich ganz besonders Möhreneintopf mit Buchweizen, Kartoffelwürfeln und Lauch oder eben auch ein marokkanischer Kichererbseneintopf mit Fladenbrot. Also solche Sachen wie Kichererbsen, die lassen sich natürlich eben auch super gut verwerten, weil sie doch noch relativ klimasmart sind. Übrigens gibt es hier auch ein leckeres, buntes Winterofengemüse mit Kartoffelbohnenpüree. Also du siehst, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, und jetzt gerade im Sommer, da ist natürlich die Gemüseauswahl am größten, und aus der Region sind jetzt vielerorts erntefrisch, zum Beispiel Bohnen, Kohlrabi, Möhren, Zucchini und auch Kräuter erhältlich. Zudem haben wir natürlich eine riesen Bandbreite an Salaten und die aus dem Freilandanbau kommenden tollen Beeren, die jetzt langsam kommen, unter anderem natürlich die Erdbeeren, dann kommen aber auch die Kirschen, später die Brombeeren, die Johannisbeeren und viele mehr. Also von daher, achte da auch nochmal drauf, Ware möglichst aus dem regionalen Freilandanbau zu kaufen, da dieser natürlich die geringste CO2-Abdeckung hat.
Ja, also ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen das Wasser im Mund zusammenfließen lassen. Jetzt geh aber mal einfach auf den Link, den ich dir in den Shownotes da mitgeteilt habe. Das ist kein gesponserter Podcast. Ich bin einfach auf diese tolle Seite durch Googlen gekommen, beziehungsweise durch Ecosia gekommen. Das ist ja die neue Suchmaschine, die ich nutze, die mit deinen Suchanfragen sogar Bäume pflanzt. Und dementsprechend ist das mein neuer To-Go-Ansatz. Einfach mal Ecosia statt Google zu nutzen und damit sogar das Klima positiv beeinflussen. In diesem Sinne wünsche ich dir Stay Healthy, Stay Vegan, Eat Your Broccoli. Broccoli gibt es nicht so viel in diesen Rezepten, aber gerade jetzt ist übrigens auch Brokkoli-Zeit aus Deutschland. Also nutz diese Zeit und versorge dich mit richtig gutem, bioregional, saisonalem, angebautem Brokkoli. Alles Liebe, dein Christian. Wusstest du, dass wir 3 Episoden in der Woche veröffentlichen im Vegan Podcast? Wenn du keine Episode verpassen möchtest, vor allem die neuesten News rund um die vegane Ernährung, optimale Fitness und deine strahlende Gesundheit sowie dein tolles Aussehen nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Du kannst das in iTunes mit Apple Podcasts tun. Du kannst das natürlich in Google auf deinem Android-Handy tun mit Google Podcasts. Du kannst das in Spotify tun und wo auch immer du möchtest. Verlinkungen dazu findest du in den Shownotes und vor allem teile diesen Podcast mit deinen Liebsten, denn ich glaube, es ist für jeden immer mal etwas dabei. Vielen lieben Dank, dein Mr. Broccoli. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Hier noch ein kleiner Reminder. Die Informationen in diesem Podcast sind ausschließlich informativ. Sie sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker. Deshalb raten wir bei medizinischen Problemen und Fragen immer, ärztlichen Rat einzuholen.